Hallo, ihr U15er und älteren Judokas der Judoschule und Gäste, wenn wir welche dabei haben, die mitmachen. Heute geht es natürlich wieder da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Eben noch in unserem Komplex mit Uchimata, Uranage, Coach Gary. Zum Aufwärmen braucht ihr heute euer Theraband oder euer Deuserband. Mit dem starten wir los. Und natürlich, wer keinen Partner hat jetzt daheim? Wer nicht Mama und Papa werfen kann oder Bruder, Schwester werfen kann oder einen Freund dabei hat oder eine Freundin dabei hat, der braucht seine Puppe auf jeden Fall. Und wenn es geht, eine weiche Unterlage, denn wir machen halt ein bisschen Fallschule mit der Puppe oder mit eurem Partner dann. Okay, dann holt mal schnell alles, was ihr braucht. Das ist eine weiche Unterlage zum Fallen, eure Puppe, falls ihr nicht habt, und ihr braucht ein Theraband oder Deuserband. Wer nicht weiß, wie er es festmachen soll, zeige ich gleich. Heute ist eine Marke übrigens. Ja, unsere Leistungsgruppe hier. Ah. So, wenn das eure Tür ist, ja, ich hoffe, ihr seht jetzt alles, ein bisschen jetzt zeitlich, und das euer Pfosten ist, und die Türe geht so zu, so sollte sie zugehen, also von hier nach hier, dann bitte außen das Band einhängen am Türgriff. So. Dann macht ihr die Türe zu und dann habt ihr hier ein sicheres Ding, ohne dass die Türe oder ohne dass der Griff kaputt geht. Könnt ihr super damit euer Band trainieren. Wir haben hier einen Pfosten drin, den nehmen wir dazu. Da legen wir das Band einfach rum und dann legen wir los. Also, euer Band am Pfosten festmachen oder an der Türe festmachen. Vielleicht habt ihr auch was anderes. Und dann legen wir gleich los. Solltet ihr zu zweit sein, müsst ihr vielleicht den Part nachher nochmal doppelt machen. Also einfach Stopp drücken, zurückspulen, nochmal machen. Wir machen das jetzt so, als ob ihr immer allein wärt. Ja? So machen wir das. Also immer eine Minute, eine Übung. Die erste Übung ist, als wenn wir so große Taue in der Hand haben. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen oder die, die hier sind, sie hier schon mal gemacht. Und ihr müsst die Arme einfach so nach oben und unten schwingen. Eine Minute lang hoch und runter. Ihr braucht die Seile nicht spannen. Oder Gummi noch nicht spannend, das könnt ihr auch mit eurem Judo-Gürtel machen von mir aus. Einfach nur so hoch und runter. Eine Minute lang und los geht's. Zeit läuft. Ja. Ich kann euch ein bisschen nachgeben. Auch nicht so das Ding ziehen, aber schnell, ein bisschen schneller. Genau so. Ein bisschen Gas geben, dient ja zur Erwärmung. Und so schwer ist das Gummiseil nicht. Halbe Minute habt ihr noch. Durchhalten. Noch 15 Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, eins und stopp. Gut gemacht. So, nächste Übung. Jetzt ziehen wir das Ding. Das steht so leicht nach vorne gebeugt. Und dann zieht ihr das Gummiseil zu euch ran, sodass es immer euch berührt. Also jetzt nicht hoch und runter, sondern zieht es immer zu euch ran. Die Arme gehen vor und zurück. Dann macht es mal kurz vor. Genau, gerade stehen. So. Leicht nach vorne gebeugt, bis mit dem Popo nach hinten. Stabil stehen, also nicht so. Genau, und das Ganze wieder ein bisschen flotter und ab geht's. Als wenn ihr die Zughand von eurem Gegner zu euch ranholt. Gleich Halbzeit. Halbzeit jetzt. Durchhalten. Fünfzehn Sekunden noch.
als Prenzer schon ein bisschen in den Oberarm, denke ich mal. Und stopp. Gut. Nächste Übung, kommen die Beine mit dazu. Das heißt, ihr macht dieselbe Übung von gerade. Ihr zieht das Ganze ran und nebenher macht ihr unten den Hampelmann. Ja? Nach 30 Sekunden macht ihr beim Ziehen, das sage ich Wechsel, geht ihr vor und zurück mit den Beinen. Ja? Und versucht mit den Händen schneller zu ziehen, als eure Beine sind. Also nicht rhythmisch, sondern oben in einer anderen Geschwindigkeit wie unten. Ein bisschen Koordination. Fertig und los geht's. Zuerst der Hampelmann, ziehen und Hampelmann. Warte Sekunden noch. So, jetzt oben auch mal ein bisschen schneller zu ziehen, ohne rhythmisch zu unten. Beim Kampf ist auch vieles nicht rhythmisch. Und wechsel, Beine vor zurück. Die letzten 15 Sekunden. Und stopp. Gut. Jetzt zieht ihr beidarmig ran. Also jetzt nicht mehr abwechseln, sondern zieht beidarmig ran und gleichzeitig macht ihr Sidesteps. Ja, also ranziehen und Sidesteps machen. Immer zwei rechts, zwei links, immer hin und her und die Arme gleichzeitig ranziehen. Fertig und los geht's. Richtig mit den Armen ranziehen, nicht die Arme so hängen lassen. Schön ranziehen. Und wir bleiben da bei einer Minute. Na, jetzt mal unrhythmisch ziehen auf die letzten 15 Sekunden. Unrhythmisch zu den Sprüngen ziehen. Versucht mehr zu ziehen als zu laufen unten. Und stopp. Gut. So, wir drehen uns mal um und nehmen das Seil so in die Hand, dass der Daumen nach oben zeigt. Ja, genau so, wie wir machen. Und dann drehen wir uns so ein und dann drücken wir die Hand immer so abwechselnd nach vorne, als wenn ihr boxen würdet und abwechseln. Also immer zack, 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 zack. Okay? So, das machen wir eine Minute und ab geht's. Genau. Schön langsam machen. Zwei Sekunden sind rum, ein Drittel habt ihr schon. Noch 20 Sekunden, die letzten 20 Sekunden. Noch 5. 5. Und stopp. Gut. Dasselbe machen wir jetzt schneller. Und nebenher trippeln wir auf der Stelle mit den Beinen. Das heißt, zack, 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 zack. Das nur 30 Sekunden und richtig Gas geben. Fertig und los geht's. Genau. Durchhalten noch 20 Sekunden.
Noch 10. Und stopp. Nächste Aufgabe. Stellt euch seitlich hin, als wenn ihr schon eingetreten seid mit einem Schritt. So, jetzt reißt ihr mit dem Partner so an. Einen im Arm, einen im Revers und immer hier anreißen. Ohne die Beine zu bewegen, nur die Arme so weit wie möglich. Nach 30 Sekunden wechseln wir die Seite. Fertig und los geht's. Schön die Zughand weit ziehen. Halbzeit 15. Durchhalten immer. Genau, schön ihr Bauch und Rücken mitdrehen. Kehrt zieht. Und fliegender Seitenwechsel. Noch 20 Sekunden. Ups. Dann die Hände weich. Die letzten 5. Und stopp. So. Nächste Aufgabe. Ihr steht jetzt drin im Wurf. Hängt euch nach vorne. Das heißt, ohne Gummi würdet ihr jetzt rumfallen. Ihr hängt euch richtig nach vorne. Habt eine rotationale Position und zieht hier ganz nach unten. Weniger mit den Armen. Mehr aus der Bauchrückenmuskulatur. Ganz nach hinten gucken, auch mit den Augen. Und wenn ihr runtergeht, wieder ganz nach hinten gucken. Ja, also ganz Arme über die Schulter nach hinten, Arme über den Arm nach hinten. Schulter nach hinten, Arm nach hinten. Ich will ruhig langsam machen, weniger mit den Arm ziehen. Wie gesagt, mehr Bauchrücken. Wir machen jetzt zweimal eine Minute. Einmal rechts, einmal links. Wenn ihr ein Terraband habt, dann nicht so reinhängen, dass ihr umfallt. Wenn ihr ein festes Band habt, wie so ein Deutzerband, dann könnt ihr euch richtig reinhängen. Das fetzt auch nicht. Eigentlich reißt das Deutzerband nicht. Okay, und los geht's. Schön den Oberkörper dabei drehen, genau, mit dem Kopf nach hinten gucken, feststehen. Ein Drittel habt ihr schon. Ich den Ellbogen so ein bisschen rausstellen. So. Da ruhig nachziehen. Nein. So, genau. Wie immer rot. Die letzten 20 Sekunden. Und 10. Und stopp. Seitenwechsel. Denkt dran immer, einmal die Woche Training, ihr könnt jetzt das Video immer wieder angucken, könnt ihr ruhig ein paar Mal machen. Ja? Fertig und los geht's. Andere Seite. Schon nebenher auch noch mal erwähnt, wenn ihr eine Gürtelprüfung machen wollt, solltet ihr euch demnächst dann anmelden, lest den Newsletter oder besucht unsere Website. Da steht alles drauf unter den News, wie das geht und wie wir das machen. Als wer eine Gürtelprüfung machen möchte, bitte auch das üben dann mit eurer Puppe und mit dem Partner. Wir haben ja alles hier jetzt auf unserer YouTube-Seite drauf, die ganzen Prüfungsprogramme. Deshalb guckt euch die an, übt das und dann können wir vor Weihnachten die Prüfung machen. Ja, egal was vom Gürtel. Noch 10 Sekunden. Also bis auf die Schwarzgurte, nur die Farbgurte.
Und stopp. Gut. Das Ganze machen wir jetzt rechts, links mit eindrehen. Ja, können wir mal kurz selber zeigen. Ja, wir gehen einmal rechts rum rein, drehen ganz durch, gehen raus, links rum rein, drehen ganz durch, gehen raus, rechts rum rein und so weiter. Ja, eine Minute lang und ab geht's. Genau, ganz durchdrehen. Saubere Drehung, als wenn ihr werft. Ein Drittel ist rum schon wieder. Halbzeit. Noch 15. Und stopp. Gut. Letzte. Mal kurz auf die Uhr gucken. Jawohl. Die letzte Runde. Wir machen Ko-Uchigami. Eure Schritte. Ihr müsst so weit weggehen, dass der Gummi gespannt ist. Dann geht mit der einen Bein rückwärts. Zack, zack. Und zieht dann immer mit den Armen. Ach. Ja, immer den Armen nachziehen. Okay, hin und her. Fertig und los geht's. Ja, stell das ruhig in die Luft. Genau so. Ganz durchsiedeln auch. Wichtige Übung ja für unseren Uchimata Coach Gary Komplex. 20 Sekunden. Rechts, links abwechselnd. Ah, gut. Noch 20. Zehn. Und stopp. Gut. Soll das so ein bisschen aufgewärmt sein? Dürft gerne was trinken. Kurz. Könnt das Gummi wegtun. Und wir brauchen dann die Puppe. Und wir brauchen eure weiche Fallunterlage. Ich nehme jetzt mal, wir haben zwar Matten hier. Ich nehme trotzdem mal die Matratze von hier, dass so ein bisschen seht, wie es geht. Wir machen ja bei uns im Training leider meistens nur Fallen, wenn wir zu Prüfungen, wenn wir zu Prüfungen gehen. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, das mal das Fallen zu üben, was eigentlich sehr wichtig ist. Finde ich, aber da habe ich noch ein bisschen Verbesserungsbedarf im Training. So, was ihr macht, sieht folgendermaßen aus mit der Puppe. Wir machen zuerst das Rückwärtsfallen. Das Rückwärtsfallen kombinieren wir gleich ein bisschen mit dem Uranage. Das heißt, der Partner dreht ein, hier geht tief, hier ganz runter, hebt den hoch leicht und lasst euch dann nach hinten fallen. Kopf schön hoch, ja, dass ihr da sauberen Kopf oben habt. Und dann könnt ihr die beiden noch mitstrecken, zack, und abschlagen dabei mit der Puppe. Ja? Wenn ihr einen richtigen Partner habt, kann der stehen bleiben. Ja, wenn das, zeig es mir, Marc. Ja, der dreht ein, zack, der geht tief, und dann lasst euch einfach mal nach hinten fallen. Ja, abschlagen, Kopf hoch, und fallen lassen. Okay? Eine Minute. Und los geht's. Genau so.
kleiner Unterschied jetzt ein bisschen. Hebt den Popo da sicher hoch, weil ihr die Spannung haben wollt bei Buranage. Könnt ihr gerne jetzt da mitmachen. Ja. Soll so ein bisschen das simulieren, was nachher so ist. Das heißt hier, der wird Uchimata ein, die Puppe. Der Mark will Uranage kontern, die Puppe macht Kouchigari, hängt unten drin. Und ihr fallt dann im Prinzip mit eurem Uranage einfach nach hinten und euer Gegner auf euch drauf. Wenn ihr jetzt keine weiche Unterlage habt zum Fallen, dann macht ihr jetzt einfach kurz eine Pause. Ah, oh, macht das schon richtig gut. Und stopp. Zur nächsten Runde. Das Seitwärtsfallen ist ein bisschen schwer mit Puppe. Deshalb lassen wir das weg. Wir machen jetzt die Judo-Rolle vorwärts. Nur zu eurer Lieblingsseite erstmal mit der Puppe. Das heißt, wir drehen obenrum um den Kopf ein. Ja, Koshiguma ist keine Goshi, sondern obenrum. Hier. Ihr dreht ein, hebt die aus und dann rollt ihr mit der Puppe nach vorne. Ganz gemütlich nach vorne rollen. Das könnt ihr auch auf einem weichen Teppich machen. Ja, müsst halt dann ganz, ganz tief runtergehen. Zeig ich nochmal, wie es auf einem weichen Teppich aussehen könnte. So, ihr dreht ein und jetzt geht ihr ganz tief runter und dann rollt ihr einfach mal mit der Puppe nach vorne. Okay, eine Minute zur einen Seite und dann wechseln wir nachher zur anderen Seite. Fertig. Und los geht's. Mit Arm rollen, Kopf nach hinten. Mark auch noch Potenzial dabei, mit dem Kopf drehen, dass nicht über die Rübe rollt. Kommt rein, genau so. Ja, und dann könnt ihr genau mit der Hand, die im Arm habt, dürft ihr gerne abschlagen. Es geht ja ums Rollen, nicht ums Werfen. Schaut euch an die Rollübung. Wenn natürlich mal später so ein Werf beim Kämpfen ist, Abschlagen nicht so optimal, da haltet ihr das schön den Arm fest. Ja, ich nehme jetzt einmal die Matte weg, brauche ich so zielen. Gut, und wir machen zur anderen Seite. Ja, und los geht's. Ganz tief gehen, ja, weil keine weiche Unterlage hat. So tief wie möglich. Wer jetzt natürlich einen Parkettboden oder Laminatboden hat, Pause machen. Ja, kurz was trinken gehen. Aber ihr könnt auch gerne eure Decke oder sowas hinlegen. Funktioniert. Haben wir daheim oder habe ich daheim getestet, dass das funktioniert und nicht wehtut. Ganz gemütlich rollen, nicht reinballern, bam. Ganz gemütlich rollen, euch rund machen. Halbzeit. Das ist eine schöne Übung auch fürs Werfen, weil ihr da lernt, eure Schulter gerade aus dem Obengriff, wenn ihr zu 15er seid, ja, die dürfen ja eigentlich am nächsten Jahr oben rumfassen, da lernt ihr eure Schulter nach vorne zu. Und viele drehen ein und stehen so da, mit der Schulter ganz nach hinten. Da kann man immer natürlich gekontert werden. Ja. Und da lernt ihr jetzt in dieser Übung, sauber die Schulter nach vorne zu holen und drüber zu rollen. So, willkommen zu unserer Uchimata-Runde. Das heißt, was wir jetzt machen, ihr dreht Uchimata ein auf eure Uchimata-Seite, also da, wo ihr es am besten hin könnt. Dreht ein, hebt den hoch und dann drücke ich auf die Uhr. Das weiß ich ganz gut, habe schon meinen kaputten Fuß. Und ihr haltet ihn 5 Sekunden auf dem einen Bein.
Okay? Also 5 Sekunden lang oben halten und dann wieder absetzen. Das machen wir 10 Mal. So, seid ihr bereit? Und eindrehen. Hopp. Und Zeit läuft. 1, 3 und absetzen. Gut. Zweite Runde, fertig und los. Und absetzen. Dritte Runde und hopp. Ihr werdet merken, wird immer besser. Und absetzen. Vierte Runde und los. Wenn eure Puppe, wenn ihr habt, und eure Beine anhängen und stopp. So, jetzt haben wir 5, kurze längere Pause. So, und Nummer 6 kommt, los geht's. Findet euer Gleichgewicht, schön halten und absetzen. Oh no. Oh no. Oh, Nummer 8. Los geht's. Abspringen in die falsche Richtung, wenn er springt. Da müsste er in die andere Richtung springen. Und los, Nummer 9. Wenn ihr springen willst, springt in die offene Richtung. Und absetzen. Und letztes Mal, Nummer 10. Los geht's. 3. Und absetzen. Gut. So, wir sind damit noch nicht fertig. wenn wir den jetzt halten, das Ganze machen wir auch wieder 10 Mal. Machen wir 5 Kniebeugen in der Position. Also 5-mal hoch und runter. Okay, dann dürft ihr wieder absetzen. Dazu gebe ich euch immer 5 Sekunden Zeit, wie gerade auch. Also euer Gleichgewicht finden, 5 Kniebeugen machen auf den einen Bein und dann wieder absetzen. Fertig und los geht's. Und fertig müsst ihr sein. Gut. Nächste Runde, Runde Nummer 2 und los. Gleichgewicht finden, 5 Kniebeugen und wieder absetzen dann. Wenn ihr 5 habt, sehr gut. Und Nummer 3. Und wieder absetzen. Und Nummer 4. Den Papp selber wieder absetzen, nicht auf mein Kommando warten. Ja, fertig eigentlich, Zeit ist rum. Und Nummer 5, machen wir kurz ein bisschen längere Pause. Und los. Gut. Kurz längere Pause. Dann kommt die zweite Runde. Und los geht's. Zweite Runde. 5-mal. Gut. Und Nummer 7. Gut. Nummer 8. Gut. Nummer 9. Gut. Und Nummer 10. Gut. Okay. So, ihr müsst eure Puppe richten kurz. Dann Zeit nehmen, Puppe richten, anziehen. So, nächste Runde. Wir machen Uranage Kniebeuge.
Jetzt ist eure Puppe wahrscheinlich nicht so schwer, aber ist egal, die Kniebeuge ist anstrengend genug. Das heißt, der Partner dreht, man könnte es ruhig machen, man könnte die Uhrenhalle ganz gut eigentlich, dreht ein, ihr weicht aus. Und fangen gerne jetzt halt eben so, genau. Und jetzt macht der Marc so, geht ganz tief runter mit dem Popo und geht 10 Mal hoch und runter. Genau so. Nächstes anderes Mal mit 10 Mal hoch und runter. Das Ganze mal 5 Mal, also 50 Kniebeugen. Dafür gebe ich euch immer dann 10 Sekunden Zeit. Das heißt schon flott hochkatapultieren, dass das schnell von ganz unten ganz hoch kommt. Wer es noch ein bisschen besser machen möchte, kann auch schon von ganz unten ganz hoch und leicht schon Hohlkreuz gehen, dass ihr eure Puppe schon ein bisschen nach vorne katapultiert mit eurem Bauch da. Ja? Also, ich gebe 15. Ich glaube, das ist besser. 15 Sekunden. Fertig! Und eindrehen! Und dann geht's los! Genau, 10 Mal hoch katapultieren. Wer schon vorher fertig ist, bevor ich Stopp sage, ihr habt ein bisschen Pause. Manche müssen da viel tiefer gehen. Der Popo soll auf dem Boden fast sein. Ah, jetzt wird es bei manchen besser. Und stopp. Also Popo, es geht auch um die Kniebeuge, geht um Kraft, nicht jetzt Uhrenhage zu machen, es geht um Kraft. Ja, ein bisschen auch mit Judo dabei. Deshalb ganz rund mit dem Popo und hochgehen, aber dann wollt ihr ein bisschen ins Hohlkreuz gehen. Also nicht mit dem Popo nach hinten rausschieben und so machen mit eurer Puppe. Ja, vor allem, wenn sie nur 1 Kilo hat oder so. Fertig! Und zweite Runde, los geht's! Ganz tief runter mit dem Popo. Ganzer Fuß auf dem Boden. Ruhig das Bäuchchen nach vorne drücken. Eure Corona-Wanne, die sich jeder angefuttert hat hier. Schön nach vorne pressen. Und stopp, die Zeit ist rum dann. Kurz Pause. Und Nummer 3, Achtung, circa 30, los geht's. Schön rauskatapultieren, tief runter und hoch. Stehen bleiben, nicht laufen, wenn ihr Schritte, keine Schritte machen. Stehen bleiben, tief gehen, hoch gehen. Wie eine Kniebeuge. Nur, dass ihr was in der Hand habt dazu. Und stopp, Zeit ist schon rum. Oh, wir haben 30, wir kommen zur 40. Achtung und los geht's. Zeit ist rum. Und die letzten 10. Fertig und ab geht's. Und die Zeit ist rum. Gut. So. Letztes, noch ein bisschen Kraftübung. Wir haben jetzt Rutschmatte eingedreht. Wir haben Uhrenhage gekondert oder sind gekondert worden als Puppe. Und jetzt kondern wir den Uhrenhage mit dem Kouchigari. Auch da wieder ein passendes Krafttraining dazu. Haben wir, glaube ich, wenn ich mich richtig dran erinnere, letzte Woche schon gemacht. Damit das ein bisschen stabiler ist mit der Puppe. Fasst ihr oben drüber. Stellt euch seitlich hin, hängt euer Bein so ein. Ja. Und jetzt springe ich hier nach vorne, aber immer, ich versuche es mal zeitlich zu zeigen, das ist ein bisschen mein kaputter Fuß, aber funktioniert, glaube ich, immer so ein bisschen in die Knie gehen. Und hoch. Und das machen wir jetzt nach Zeit, das heißt, wir springen 20 Sekunden lang und dann habt ihr eine Pause von 10 Sekunden, wieder 20 Sekunden, ist wie Tabata dann. Das Ganze machen wir 8 Mal. Okay, fertig. Und achtet darauf, wenn ihr das macht, dass es nicht so macht. Also nicht den Popo nach hinten rausschieben, sondern ihr müsst euch vorstellen, ihr habt Uhrenhage warum, seid ihr drin und müsst hier auf der Seite ganz stabil sein, wenn das Bein drin ist. Ja? Also aufrecht bleiben dabei, nur in die Knie darunter gehen. Ihr müsst euch auch nachher, wenn ihr es richtig kontert mit dem Partner, ein bisschen absenken. Seid ruhig hier runtergehen. Okay, und ab geht's!
segne die Kniebeugen nicht so richtig. Durchhalten. Und Pause. In 5 Sekunden geht's wieder los. Und ab geht's. Auf 5 Sekunden. Und Pause. Und los geht's. Pause. Und los geht's. Pause. Und los. 4-mal das Ganze. Dann habt ihr's. Dann kommen wir dann zum Wurf. Anstrengende Übung, ja. Und Pause. Noch 3 Runden. Und los. Und Pause. Noch 2-mal. Ab geht's, vorletztes Mal. Pause. Letzte Runde. Und los geht's. Gut, stopp. Okay, könnt kurz was trinken gehen? Puppet, wer haltet ihr da? Auch kurz richten, wenn ihr es richten müsst, natürlich im Judo-Anzug. So, wenn ihr eine weiche Unterlage habt, dann werft ihr jetzt eure Puppen mal Uranage. Ja, achtet da bitte drauf, was an der Decke hängt. Bitte da mit ein bisschen hingucken, also wenn ihr genug Platz habt, dürft ihr jetzt eine Minute Uranage, ansonsten, wenn jemand das nicht kann, keine weiche Unterlage hat oder zu viel Zeug an der Decke hängen hat, macht ihr kurz eine Minute Pause. Ich zeige es mal mit Unterlage vor, ich werde Marktplatz mit Unterlage dann vorzeigen. Bitte? Also oben machen. Du kannst auch, ja, aber sieht für die Zuschauer besser aus. So, also müsst ihr ein bisschen draufziehen, ja. Habt ihr euch ein Ziel dahin zu kommen? Braucht am besten diesen Flur, wenn ihr einen langen Flur habt, ja? Weil ihr müsst die Puppe ja über euch drüber feuern. Ihr braucht rechts und links nicht so viel Platz. Einfach bloß einen langen Flur. So, die Puppe dreht
Uchimata ein. Ja, simulieren wir jetzt kurz. Hat er hier das Bein hier drin. So. Marke tief. Hebt die aus. Und wirft die dann in Uranage schön so. Mit Körperspannung oben. Das seht ihr jetzt ganz gut. Ja, die hebt das jetzt extrem hoch. Ja, Körperspannung oben halten. Beim Wettkampf sieht es nachher anders aus. Aber jetzt bin ich hier. Körperspannung halt so ein bisschen in einer Brücke landen. Auf eurem Schultergürtel oben. Haben wir jetzt oft genug im Training gemacht. Sollte eigentlich klappen. Und eine Minute Uranage werfen. Los geht's. Ich würde es nicht glauben, manche Muschis brauchen auf, Judo, auf den Judomatten hier auch nochmal extra Matten. Ja. Markus hat keine Ahnung vorgesagt, aber es soll so ein bisschen Ziel sein für ihn. Ich kann die ja wegtun. Nur die Hacken kommen in den Garten. Sekunden. Schön Kopf nach hinten gehen, wenn ihr den Partner drüber werft. Der Kopf denkt an den Kopf, zeigt immer an, wo das Pappe hinfällt. Ja. Das soll reichen. Also jetzt müsst ihr, jetzt nehmen wir den anderen Part ein. Das ist der andere der Tori sozusagen, das ist der Mark der Uchimata-Kämpfer, die Puppe ist der Uranage-Kämpfer. Das heißt, der Mark dreht jetzt Uchimata ein. Ihr müsst euch die Puppe vorstellen, als ob sie zwei Beine hätte. Wenn ihr eine einbeinige Puppe habt, hat die zwei Beine. Und das Bein hier von ihr ist da drüben, das andere ist hier. Und der Mark geht hier in der vorbei und schwingt hier hoch. Ja. Zack, jetzt will die Uranage werfen. Upp. Der Mark setzt dann sein Bein hier innen an und fegt die dann mit einem Coach, fegt dann Quatsch, macht dann einen Coach Gary, eine Sichel, haut hier dann das Bein mit weg. Normalerweise bleibt ihr fest stehen, genau wenn ihr könnt, fallt ihr mit. Wenn nicht, könnt ihr es so am Stehen machen, könnt ihr zack, so wie unten dann durchsicheln das Ganze. Ja, macht es mal im Stehen. Und jetzt, bam, genauso. So könnt ihr es auch machen. Also wenn ihr eine weiche Unterlage habt, dürft ihr es gerne mit Mitfallen machen, dann könnt ihr das besser simulieren. Diese Situation, Uchimata, Uranage, könnt ihr das Bein richtig reinhängen und mit der Puppe dann umfallen. Macht immer abwechselnd, einmal mit Mitfallen, einmal mit Stehenbleiben, dass ihr so ein bisschen seht, wie das Ganze dann geht. Okay? Also einmal, wollen wir sagen, einmal ist das Bein hier, wenn er hochgeht. Wenn er nachher Uchimata macht, ist das einbeinige Bein das da drüben. Ihr müsst ein bisschen schauspielen. Er ist ja mit der Puppe nicht ganz so einfach, aber es funktioniert. Ja, dass ihr euch das richtig vorstellen könnt. Okay, das Ganze geht eine Minute. Los geht's. Uchimata ausheben, funktioniert nicht. Geh raus, der wird die Uranage werfen. Bam, ich gehe da mit rein und fall auf ihn drauf. Nimm die Uranage-Position mit. Zack, und jetzt einfach im Stehen und ihm mitfallen können, sieht das Ganze dann so aus. Okay, und stopp. So, das Ganze jetzt nochmal ein bisschen Bewegung. Das ist handlungskomplex. Nochmal ein bisschen mehr mit Bewegung. Das heißt, der Mark nimmt jetzt seine Puppe, zieht die hier so ein bisschen mal im Kreis so rum. Ja, und dann dreht er den Uchimata ein. Dann kommt dieser Block, diese Uranage. Und dann geht er rein und macht den Kochigari. Also jetzt ein bisschen, ihr könnt auch den Partner ein, könnt auch rückwärts gehen, wenn ihr wollt. Zack, zack. Und dann hier eindrehen. Jetzt simuliert er so ein bisschen den Kampf. Eine Minute nochmal diese Aktion und los geht's. Ja.
Ja, zack, Uchimata, der blockiert. Und Kochigami. Schön stabil bleiben, ja, in der Hüfte. Nicht abbeugen dann. Immer dran denken, der will euch, der ist selber sehr stabil und will die Obernage werfen. Zeit, noch 30 Sekunden. Neues anfangen. Ich möchte es immer nur wiederholen, was wir im Boden machen. Auch die nächsten zwei Mal, den Bodentechnik neu anzufangen hier, macht nicht so viel Sinn. Deshalb starten wir heute noch einmal mit dem Chuchigatame-Handlungskomplex. Ja? Kriegst du Sinn? Ja. Machen Sie jetzt eine Runde vor. Ihr startet mit dem Partner eine Banklage und rollt nach vorne. Ist jetzt mit der Puppe, müsst ihr ein bisschen simulieren, geht aber auch so. Zack, abheben. So, der Partner reagiert, indem er hochkommt. Ihr müsst ihn leicht hochziehen, zwischen eure Beine tun. Ja? Also der schiebt das Bein weg von eurem Kopf und drückt sich hoch. Dadurch landet er zwischen eurem Bein. Ihr nehmt beide Arme. Ja, müsst ein bisschen, kannst du ein bisschen hindrücken, die Arme, so, als ob nicht so packt. Ja? Und jetzt drehen, Bein vom Kopf, umdrücken, wieder Chuchigatame. Jetzt verteidigt der Partner dadurch, dass er seine Arme mal so hat. Ja? Und ihr wechselt die Seite. Und dann Chuchigatame. Ja? Wenn ihr das habt, kommt der Partner hoch mit dem Kopf, weil ihr zu lasch im Kopf seid hier. Ihr habt vergessen, hier das Bein hier richtig runter zu drücken. Jetzt kommt er hoch, der muss ein bisschen hochholen. Der dreht sich. Warte mal ganz kurz, jetzt verlassen wir gerade das Bild. Ja, genau, komm mal rein hier. Der dreht sich dann somit auf den Bauch und ihr hebelt dann auf den Bauch, Chuchigatame. Marc dreht mit auf den Bauch, dann dreht weiter. So, jetzt hebelt ihr so. Ja, nicht abstützen, beide Hände ran. So, genau. Jetzt will der weiter drehen, der Marc ist gefährlich. Marc dreht mit. Wieder Chuchigatame. Ihr könnt auch mit den Händen die Beine mit rüberlupfen. Ja. Das nächste ist dann der Haltegriff. Das heißt, der verteidigt wieder so. Dann seid ihr vom Kopf aus drin. Über euren Schenkel drüber, in sein Gürtel rein, mit den Fingern nach oben. Guck mal, wenn du rüber machst, sieht man nicht so ganz. Und genau, mit den Fingern nach oben in den Gürtel rein. So, dann zieht ihr die Beine rum, nehmt das Bein weg vom Kopf und legt euch drauf. Ja, mit dem Oberkörper ein bisschen drauflegen. Haltegriff, jetzt will er sich befreien. Ihr geht nach hinten und das Ganze endet dann mit dem Chuchigatame. Also alle, die hier in der Judo-Schule sind, müssen das eigentlich blind können. Ja, die Gäste oder die jetzt, die ein bisschen jünger sind, vielleicht gucken wir auch ein paar U12er zu. Für die ist das neu, ihr könnt das ja nachher nochmal angucken. Ja, für die, die es neu ist. So, wir starten. Eine Runde. Los geht's. Genau, dann zwischen die Beine. Hände sind so am Revers. Genau. Sehr gut, er verteidigt. Ihr wechselt die Seite. Hebelt dann, der kommt hoch. Ihr dreht mit, hebelt auf den Bauch. Der dreht weiter, macht sozusagen Wurzelbaum vorwärts. Hebelt gleich noch einmal. So, dann verteidigt er seine Arme hier. Ihr holt euch über euer Oberschenkel drüber in den Gürtel fassen. Beine rüberholen und Haltegriff machen. Ja? Gut, damit er sich befreien und am Schluss nochmal abschließen mit Chuchigatame. Das ist der Chuchigatame-Handlungskomplex. Haben wir, glaube ich, in der ersten Corona-Phase mindestens zweimal gemacht. Und ich glaube, vor 3 Wochen haben wir es auch schon gemacht. Ja, also ich könnt euch alle Videos mal angucken. Empfehle ich euch auch mal. Ihr habt jetzt immer einen, ihr könnt jetzt jeden Tag trainieren. Ja, wir haben jetzt, glaube ich,
80 Videos fast auf uns Dinge, können da auch mal die gleichen Videos durchmachen. Ist auch anstrengend. Ja? Und dann kriegt er vielleicht aber die Grundlagen zurück. So, dann gehen wir uns noch eine Runde. Das mag Spezial und Lieblingsthema. So, ja, wir machen dafür die Kleinkindübung beim Dehnen, weil der Markt da nicht ganz so gut ist. Wir setzen uns auf den Popo, machen die Beine lang, fassen unsere Füße vorne an. So, Knie schön runter. Lass den Rücken ein bisschen gerade. Ja, und ich schiebe hier ein bisschen nach vorne. Jetzt hat er keine Chance zu jammern, ja, weil das sieht man nämlich gleich im Video. Jetzt kann ich ein bisschen quälen. So. Oh, nicht schlecht hier. Hast geübt, sag mal. Nicht übel. Guckt euch mal das an. Ich kenne doch, da kam der gar nicht so weit runter. Gut, Beine breit. Wir gehen mit den Händen nach vorne. Und wir machen es nochmal, so weit vor wie möglich. Ich helfe ihm dabei ein bisschen. Die Knie dabei unten lassen. Ja, wir haben die Beine breit. Ja, sind schon eine Stufe weiter bei manchen. Gut, so sitzen bleiben. Und ihr dreht euren Oberkörper nach hinten. So weit wie möglich. Immer beim Ausatmen dreht ihr ein Stück weiter. Acht darauf, dass eure beiden Pobacken auf dem Boden bleiben. Und immer bei jedem Ausatmen ein Stück weiter drehen. Seite wechseln. Und wieder zurück, wir machen die Fußsohlen zusammen, ziehen die Beine ganz nah ran, Hosen vielleicht ein bisschen hoch und dann könnt ihr hier dann eure Knie nach unten drücken, so weit wie möglich. Ah ja, spannt ein bisschen. Solange nur lacht, ist alles gut. Dürft euch gerne helfen lassen, natürlich von Mama, Papa, Schwester, Bruder, Freund, Freundin. Ja, dann ist es einfach ein bisschen besser. So, nächste Übung auf den Rücken legen. Und wir fassen mal. Ah, nee, wir sitzen da. Wir fassen unsere Ferse an. Mit der anderen Hand, innen anfassen. Nee, von innen. So. So. Und machen unsere Beine lang. Genau so, das Knie schön lang drücken, können wir mit der anderen Hand nachdrücken. Gut, Seite wechseln. Eine gemütliche Übung. Wir gehen in eine Bankposition, machen Hängebauch, Schwein, Katzenbuckel. So, Marc auf alle Viere. Jetzt lässt seinen Bauch nach unten durchhängen, ganz locker. Genau, wie so ein Hängebauchschwein, ab nach unten. Richtig ein Hohlkreuz machen. So, genau, schön runterhängen lassen. Nichts anspannen, ja, ganz locker. Einfach nur Bauch nach unten hängen lassen, die Corona-Wanne raushängen lassen. Ah, nichts da, sehr stark. Und dann hochdrücken zum Katzenbuckel. Genauso, ganz hoch, ganz rund machen hier. Dann machen wir mal das Hängebauchschwein. Nochmal ein Katzenbuckel. Gut, dann bleibt ihr gleich im Kniestand, nimmt einen Arm hinter den Kopf. Anderen Ellbogen und dann zieht ihr den Ellbogen in den Kopf. Seite wechseln. Gut, Hände zusammen, hinten den Kopf, Kinn auf die Brust.
für die Beweglichkeit legen wir uns auf den Bauch, machen unsere Gefangenenübung. So wie ich das immer nenne bei den Kindern, Finger in Finger. Ist einfach, glaube ich, dazu süß das. So, über den Popo nach unten. Bein durchstecken. Super, kannst du durchspringen durch die Arme? Das ist wirklich. Probier mal. Also Ziel ist irgendwann mal durch. Ja, nicht schlecht. Bisschen gemogelt, aber nicht schlecht. Das ist mal das Ziel. Vielleicht kriegt es jemand hin, so als Challenge. Mal durch die Arme, vor und zurück springen. Ich krieg's leider auch nicht hin. Aber ist mal eine Herausforderung, sowas zu machen. Gut. Vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank dem Marc. Ja, ganz gut geschwitzt. Also war ein gutes Training, denke ich mal. Ein sehr anstrengendes Training. Wir müssen es noch zweimal machen. Ich hoffe, dass wir dann im Januar wieder uns hier treffen können. Richtig Judo machen können. Bitte macht den Komplex durch, den würde ich, also diesen Uchimata Uranage Coach Gary Komplex, den würde ich gerne im Januar da mal richtig auch mit Partner machen, dass das dann sitzt, dass keiner mehr von euch Uranage fliegt oder wenn ihr Uranage werft, dass es auch richtig macht. Und macht dann auch bitte, oder guckt bitte nach euren Prüfungen und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder, selbe Uhrzeit, 19 Uhr. Tschüss, ciao, bye, bye. Papa.